weiteres Mal. Willkommen zu UniA Research to Go, dem Wissenschaftspodcast der Universität Augsburg. Ich bin Sabine Döring-Manteuffel und ich freue mich, in dieser neuen Folge mit einer vielseitigen Juristin zu sprechen. Als Präsidentin der Universität Augsburg kenne ich den Campus und seine Menschen gut. Hier wirken tolle, inspirierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Daran möchte ich Sie teilhaben lassen, im Gespräch mit ein paar von Ihnen über Einblicke in Ihre Arbeit, Ihre Gedanken oder auch in Ihren akademischen Werdegang. Heute geht es um Krisenresilienz, Schutzrechte und die Wirkung von Wissenschaft in der Politik. Mein Gast ist Professor Dr. Sina Fontana. Es sind weltumspannende Themen, die Sie bewegen: gesellschaftliche Klimafolgen, Menschenrechte und der sehr demokratische Leitgedanke Gleichheit vor dem Recht. Sina Fontana schaut nicht als Soziologin oder Politologin darauf, was vielleicht erstmal nahe liegt, sondern als Juristin. Sie sagt, dass sie sich immer stark von ihren Interessen leiten lässt und es handelt sich definitiv um ein breites Interesse und doch mit engen Verknüpfungen. Migration als Klimafolge, Verlust von Rechten, Notwendigkeiten von internationalen Schutzregelungen, der rote juristische Faden schimmert durch. Wir werden ihn im Gespräch weiter sichtbar machen. Herzlich willkommen, Frau Fontana. Seit gut einem Jahr haben Sie in Augsburg den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Krisenresilienz inne. Die Kombination erscheint auf den ersten Blick ungewöhnlich. Wie geht denn beides zusammen? Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die Einladung und freue mich, hier dabei zu sein. Krisenresilienz, öffentliches Recht und Krisenresilienz ist tatsächlich eine ungewöhnliche Lehrstuhlbezeichnung, die ich so auch noch nicht gehört habe zuvor. Und trotzdem fühlte ich mich direkt angesprochen, als ich die Stellenausschreibung gelesen habe. Denn worum geht es? Bei Krisenresilienz geht es um die Aufgaben des Rechts oder den Beitrag des Rechts bei der Bewältigung von modernen Herausforderungen. Dazu gehört etwa Klima, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Migration, Gleichstellung. Frau Fontana, Herausforderungen gibt es ja in dieser Zeit nun wirklich genug. Es gibt viele Konflikte, es gibt viele Krisen, nicht nur bei uns, sondern überall anders in der Welt. Und da hat der Staat ja durchaus eine gewisse Verantwortung, darauf zu reagieren. Und ist das Ihr Forschungsthema, wie der Staat, wie die Staatengemeinschaft auf diese heterogenen und vielfältigen, multiplen Krisen reagiert? Das ist ein zentraler Teil meiner Forschung, ja. Einmal sowohl aus nationaler Perspektive, was kann der Nationalstaat tun, was muss der Nationalstaat tun, aber all diese Krisen, Herausforderungen kann der Nationalstaat alleine nicht bewältigen. Und hier das Zusammenspiel der Staaten, die Verantwortung der Staatengemeinschaft und den Beitrag des Nationalstaats in der Staatengemeinschaft, all diese Fragen, die sind Teil meiner Forschung. Klingt ja wie ein sehr langwieriger Prozess. Wir haben ja so diesen Tunnelblick. Wir denken ja immer, wir leben in einer westlichen Demokratie und wenn wir irgendetwas entscheiden, dann wird entweder die restliche Welt dem folgen oder wir kriegen das schon in den Griff. Aber so einfach scheint das ja nicht zu sein. Also einfach ist das nicht, denn viele Dinge sind einfach global. Wenn wir den Klimawandel nehmen, das ist ja nichts, was an Staatsgrenzen Halt macht, was wir an klimaschädlichen Handlungen vornehmen oder auch an klimapositiven Handlungen. Und da muss immer die internationale Perspektive mitgedacht werden. Selbst gilt bei Migration, werden Grenzen überschritten. Gerade das ist ein Thema, was doch noch immer sehr vom Nationalstaat aus gedacht wird. Und auch hier braucht es internationale Zusammenarbeit und auch internationale Regelungsregime, die wir auf der EU-Ebene schon haben, aber die wir durchaus auch noch weiter und breiter denken können. Gerade auch im Hinblick im Zusammenspiel von verschiedenen Krisen, Herausforderungen. Also dem Klimawandel mit rechtlichen Mitteln global begegnen. Da haben Sie sich viel vorgenommen. Sie sind ja in einem Zentrum angekommen, in dem Zentrum für Klimaresilienz. Sie sind die einzige Juristin darin. Die anderen Kolleginnen und Kollegen vertreten unterschiedliche Fächer. Braucht man heute denn, wenn man eben diese globalen Krisen bewältigen will, verschiedene Blickwinkel? Die braucht man definitiv, ja. Da stößt die Rechtswissenschaft auch durchaus irgendwo an Grenzen. Also erstmal benötigen wir natürlich Informationen, was passiert eigentlich tatsächlich auf der Welt, welche Wirkungen haben unsere Handlungen. Und wir arbeiten als Juristinnen und Juristen in der Regel nicht empirisch und alleine da
zu hören, was sagen andere Fachrichtungen, was passiert eigentlich tatsächlich, was sagen die Naturwissenschaften, was passiert auf gesellschaftlichen Ebenen. All diese Fragen werden da gemeinsam beantwortet. Können Sie uns mal ein Beispiel nennen, wo die juristische Perspektive und Expertise dazu beiträgt, zum Beispiel im Bereich Klimawandel etwas zu tun, in die Handlung zu kommen? Also ich kann das Thema Migration gerne aufgreifen. Weil Migration, die ist noch gar nicht so im Blickwinkel des Rechts. Also gerade, dass die Migration auch eine Klimafolge ist, das wird noch gar nicht so sehr berücksichtigt. Und da stellt sich die Frage, was ist mit Menschen, die einmal nach Deutschland kommen und hier Schutz suchen, weil sie vor dem Klimawandel fliehen? Da ist die Auffassung bisher eher, dass das kein anerkannter Schutzgrund ist, weil die Voraussetzungen für den Flüchtlingsschutz nicht vorliegen. Und da stellt sich jetzt die Frage, was kann denn das Recht tun? Wo muss das Recht eigentlich ansetzen? Geht es darum, in Deutschland, in Europa Schutz zu gewähren? Oder ist es nicht vielmehr, das Recht zu bleiben zu stärken? Und wenn man das Recht zu bleiben stärken möchte, bei Verbleib in den Herkunftsstaaten, dann sind wir direkt wieder beim Klimaschutz und bei der Klimaanpassung. Also damit umzugehen, wie können wir die Herausforderung des Klimawandels bewältigen, damit Menschen in ihren Heimatstaaten bleiben können. Also die vielen Nachrichten, die wir ja alle tagtäglich empfangen, sei es um die Dürreperioden oder Dürreregionen in Afrika oder sei es die großen Fluten, die großen Wassermengen, dann kann man sich ungefähr vorstellen, vor was für einer schwierigen Aufgabe sie auch stehen. Denn als Nationalstaat natürlich da diese Schutzrechte zu modellieren und zu gestalten, das ist sicherlich keine einzige Aufgabe. Ich kann mir vorstellen, dass sie dazu auch einen direkten Draht in die Politik brauchen. Denn man kann ja nicht so ganz alleine hier in Augsburg mal etwas dazu erforschen. Aber es muss auch jemand hören. Ja, es muss jemand hören und es muss jemand umsetzen. Wobei ich natürlich auch nicht erwarte als Wissenschaftlerin, dass alles genauso gemacht wird, wie ich es vorschlage. Denn das ist ja auch Teil des demokratischen Prozesses, dass Dinge ausgehandelt werden. Aber da Input reinzugeben, Dinge aufzuzeigen, zu beraten, wie kann eine Lösung aussehen? Wann hält auch eine Lösung verfassungsrechtlichen oder völkerrechtlichen Maßstäben stand? All das ist ein zentraler Teil der Forschung und auch eine Perspektive, die mir durchaus wichtig ist. Also dieses auch Wirken aus der Universität in die Gesellschaft, rein der Wissenschaftstransfer. Ja, also in Ihrem Fall, ich darf vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, Sie sind eine sehr junge Professorin. Aber Sie sind auch schon als Sachverständige im Bundestagsausschuss tätig. Wie kommt man denn dahin? Dafür wird man angefragt. Also die Mitarbeitenden und die Abgeordneten werden auf einen aufmerksam, weil sie Dinge gelesen haben, entweder Beiträge, Interviews wahrgenommen haben oder ähnliches. Und dann wird man angerufen und angefragt, ob man zu einem bestimmten Thema, in dem man eine Expertise hat, als Sachverständige im Ausschuss auftreten würde. Und bei Ihnen war das das Staatsangehörigkeitsrecht? Ja, es war die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, die jüngste Reform, in der ich als Sachverständige geladen war. Und jetzt haben Sie sich auch einen gewissen Kreis wahrscheinlich aufgebaut, politische Kontakte, dass eben auch die vielen anderen Themen, die Sie ja hier erforschen und die vielleicht dann auch mal Einzug halten in eine politische Bewertung und in eine Handlung, das wäre ja letzten Endes das Ziel, ne? Letztendlich ja, wobei meine Aufgabe natürlich eher in der rechtlichen Bewertung liegt und dann die Handlung dann wiederum den politischen, den demokratischen Kräften obliegt. Aber ja, Rechtspolitik oder der Beitrag des Rechts in der Politik ist durchaus ein wichtiges Feld, in dem ich mich auch gerne bewege. Können Sie mal ein bisschen Ihren Werdegang schildern? Wie kommt man dazu? Sie sind ja einer der ganz wenigen in Deutschland, die dieses Recht, also in dem Fall dieses Rechtsgebiet, öffentliches Recht und Krisenresilienz. Man ist immer versucht, Klimaresilienz zu sagen, aber bei Ihnen ist das ja alles viel breiter. Können Sie ein bisschen über Ihr Studium erzählen und wie Sie dazu gekommen sind? Als ich angefangen habe zu studieren, hat mich Jura immer interessiert und ich wusste aber auch noch gar nicht ganz genau, was mich eigentlich erwartet. Und dann war ich aber schnell vom Staatsrecht angesprochen und ich hatte dann die Möglichkeit, einen Auslandssemester in Budapest zu absolvieren und habe mich im Zuge dessen zum ersten Mal mit Migrationsrecht, also mit Asyl- und Flüchtlingsrecht vor allem befasst und fand das damals schon sehr, sehr spannend. Und habe außerdem ein Seminar zum islamischen Recht belegt und habe gemerkt, ach, das sind Themen, die gar nicht so
Mainstream-Themen sind, aber die interessieren mich einfach sehr. Und ich hatte ein großes Interesse daran, den Themen nachzugehen in der Juristerei, die mich besonders interessieren. Und da führte der Weg dann dazu, dass ich erstmal promoviert habe und auch dazu universellen Frauenrechten und islamisches Recht. Das war so ein ganz aus mir herausgekommenes Thema. Ich hatte einfach Lust, mich damit zu befassen. Und dann bin ich ins Referendariat gegangen. Man geht dann immer noch mal ins Referendariat, macht so den praktischen Teil der Ausbildung als Juristin. Und dann hatte mich mein Doktorvater angesprochen, kurz bevor ich dann ins Referendariat ging, ob ich nicht nach dem Referendariat wiederkommen möchte, um bei ihm zu habilitieren. Und bis dahin war das für mich gar keine Option, nicht weil ich hatte mich damit einfach noch gar nicht auseinandergesetzt, bei dieser Beruf Professorin. Das war keiner der von den Berufen, die ich präsent hatte. Und während des Referendariats habe ich aber immer wieder gedacht, wie viel Spaß mir doch der Beruf als Wissenschaftlerin an der Universität und dann letztendlich auch der Beruf der Professorin macht. Und so bin ich dann wiedergekommen und habe da aber auch vor allem wieder die Themen verfolgt, die mich besonders interessiert haben. Ich bin nicht besonders strategisch daran gegangen und habe aber dann gedacht, ach, wenn ich da wirklich dahinter stehe, wenn ich das gerne mache, dann wird sich schon eine Stelle finden, bei der genau das gewollt ist, was ich mache. Das wird schon aufgehen. Ich habe da auch ein Stück weit drauf vertraut und das ist letztendlich so gekommen. Das freut mich natürlich sehr. Frau Fontana, das finde ich eine ganz wichtige Botschaft. Man hat ja heute manchmal den Eindruck, man möchte so eine Laufbahn machen, die von der ersten Minute an geplant ist. Aber in der Wissenschaft geht das ja gar nicht. Ne? Sie wachsen ja da so langsam, Sie haben es schön geschildert, Sie wachsen ja so langsam, aber sicher erst da rein, lernen neue Rechtsgebiete kennen, neue Themen, die Sie vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Und auf einmal sagen Sie sich, ach, das versuche ich jetzt mal mit dem Risiko, dass vielleicht ich nachher doch in eine klassische Laufbahn reingehe, ins Richteramt oder in eine Anwaltskanzlei oder was weiß ich, nach Brüssel oder was da alles für Möglichkeiten sind. Und Sie haben eben in dieses offene Feld hinein investiert, obwohl Sie eigentlich von der Schule her noch gar nicht so richtig wussten, wo es hingehen soll. Ja, so war das eigentlich. Ja, und ich dachte immer, bei Jura, das ist auch was, mit dem man auch wirklich was Praktisches machen hinterher. Da gibt es klare Berufsfelder und im Zweifel habe ich da immer noch eine sichere Bank, also neben dem Interesse, was ich durchaus hatte. Und dass es dann aber ein Beruf wird, der eigentlich gar nicht in den klassischen Berufsfeldern sich bewegt, den man letztendlich sogar ja eigentlich auch mit jedem anderen Studium hätte machen können, damit hatte ich anfangs nicht gerechnet, nein. Ja, also das finde ich eine ganz wichtige Botschaft, auch für diejenigen, die uns hier zuhören. Man muss vielleicht auch manchmal ein bisschen ins Risiko gehen und vor allen Dingen auch mit einer Leidenschaft die Themen vertreten, die einem im Leben auch wichtig sind. Und das ist bei Ihnen ja so. Es ist ja nicht einfach nur irgendein Rechtsgebiet, sondern es ist ja wirklich eines, was ein hohes Engagement dann auch erfordert. Sie machen Umwelt- und Klimaschutzrechte, Sie machen Migrations- und Integrationsrechte, Sie machen internationale Menschen- und Frauenrechte. Das ist natürlich ein Spektrum, wo man erstmal davor zurückschreckt und denkt, wie kann man das denn alles gleichzeitig verstehen überhaupt, ja? Und trotzdem passt es auch wiederum zusammen, meine ich, denn es geht doch oft um Gleichheits- und Vielfaltsperspektiven auf die Gesellschaft, auf globale Prozesse und da kann man die Themen doch sehr, sehr gut verknüpfen und gerade auch zum Klima, Umweltschutz hat auch durchaus eine menschenrechtliche Komponente, es hat eine starke internationale Komponente. Und auch in diesen Migrations-Integrationsfragen geht es auch viel einfach um gesellschaftlicher Zusammenhalt, was ein Thema ist, was jetzt noch durchaus viel, viel wichtiger ist, als ich es jemals geahnt habe, was es werden könnte. Sie haben gerade einen Begriff gebraucht, da würde ich Sie gerne bitten, den uns nochmal zu erläutern. Vielfaltsperspektiven, was versteht man darunter? Wenn ich sage Gleichheits- und Vielfaltsperspektiven, dann denken wir an bei Gleichheit immer, wir müssen Dinge gleich machen, was auch bedeuten kann, man gleicht Nachteile aus oder ähnliches. Und mit Vielfaltsperspektiven meine ich, wir müssen noch ein bisschen mehr machen, als zu schauen, wie können wir Dinge gleich machen oder auch anders drauf schauen. Denn manchmal ist es auch gut, Dinge nicht gleich zu machen, sondern eben eine Vielfalt, die Vielfalt anzuerkennen. Also Beispiel religiöse Vielfalt. Wie geht man damit um, dass Menschen in Deutschland leben, die andere religiöse Feiertage feiern als die Mehrheit? Nimmt man diese Feiertage ins Feiertagsrecht auf? Oder gestaltet man das anders?
gibt es zum Beispiel, und das ist mittlerweile anerkannt, die Möglichkeit, an diesen Tagen auch Urlaub zu nehmen. Also einen Urlaubsanspruch an religiösen Feiertagen, auch wenn man nicht zur religiösen Mehrheit gehört oder ähnliches. Das kann man auf ganz viele Bereiche spinnen, diese Fragen. Mhm. Also das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, so ein Vielfaltsrecht. Wie ist das denn mit, sagen wir mal, dem Grundgesetz vereinbar oder auch vielleicht mit anderen landesrechtlichen Regelungen, dass ich diese Vielfaltsperspektive da einbringe? Das Grundgesetz ist generell sehr offen, was diese Vielfalt angeht. Das habe ich in meiner Habilitationsschrift aufgezeigt, dass diese Integrationsoffenheit, habe ich es genannt, dass die da ist. Das Grundgesetz spricht einfach von der Religionsfreiheit und der Religion. Und das ist nicht beschränkt auf bestimmte Religionen, ganz im Gegenteil. Wir haben eine offen, plurale Neutralität und damit geht der Staat erstmal offen um. Was daraus nicht zwingend folgt, ist, dass man einfordern kann, dass bestimmte Feiertage ins Feiertagsrecht aufgenommen werden. Aber wenn Menschen vortragen, dass sie diesen Tag begehen wollen, dann schützt das die Religionsfreiheit und dann stellen sich eben Fragen, die man unterschiedlich lösen kann, zu deren Lösung ich aber beitrage. Wie macht man das? Wie kann man das machen? Und dann kann der demokratische Prozess eben dazu Stellung nehmen und das in eine Gesetzesform gießen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass neben der rechtlichen Perspektive durchaus auch Überzeugungsarbeit nötig ist. Sie gehören einer sehr jungen, sehr zukunftsorientierten Generation an, die all diese Fragen für die Zukunft eben auch gestalten muss. Nicht? In dem Moment, wo eben diese großen Migrationsbewegungen und vielleicht auch eine Arbeitsmigration passieren und die Gesellschaften sich dadurch stark wandeln, muss man diese Fragen sich ja letztendlich stellen, denn es geht ja langfristig darum, und ich glaube, das ist auch Ihre Perspektive, ein friedliches Zusammenleben zu gewährleisten in unserer Gesellschaft. Darum geht es letztendlich, genau, das ist der Punkt. Und da spielt mit rein, da hinzuschauen, was ist da in der Gesellschaft, was ist an Vielfalt da in der Gesellschaft, was sind auch verschiedene politische Ansichten und Strömungen und wie kann man da einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber eben auch eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, gesellschaftliche Teilhabe von all denen, die auch ein Recht darauf haben, hier mitzuentscheiden, mitzuwirken. Ist das ans Staatsbürgerrecht festgekoppelt? Das Wahlrecht ist an die Staatsangehörigkeit gekoppelt, ja. Deswegen ist auch die Einbürgerung so wichtig, beziehungsweise die Frage so zentral, wann kann man eingebürgert werden? Denn mit dieser Frage hängt das Wahlrecht zusammen. Und da ist das Grundgesetz, das ist auch nochmal ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, dass die Verfassung auch nicht alles zu einem bestimmten Ergebnis bringt. Also grundsätzlich ist die Frage, wann kann jemand eingebürgert werden, unter welchen Voraussetzungen kann jemand Teil der Staatsangehörigen werden? Das ist eine Frage, die im demokratischen Prozess zu entscheiden ist. Das kann man nach 3 Jahren ermöglichen, nach 5 Jahren, nach 8 Jahren, aber sicherlich auch nach 10 Jahren. Also da gibt es keine konkrete Zahl. Und wenn man da berät, dann beginnt auch die Stellungnahme erstmal damit, dass man eben genau darauf hinweist und dann aber aufzeigt, welche Vorteile hat es, das früher zu machen, denn frühere Teilhabe, Integrationsanreize, die Möglichkeit zur Mitbestimmung, was ist, wenn man es später macht, auch durchaus denkbar. Aber da berät man eben dahingehend und gibt es dann die Entscheidung weiter, die man dann selbst nicht zu treffen hat, was auch manchmal ganz gut ist. Man hat schon den Eindruck, dass man neben einer sehr guten Ausbildung auch ein sehr gutes Gefühl mitbringen muss für die, sagen wir mal, Klippen und Hürden des politischen Prozesses, nicht? Also Sie haben gerade von den Perspektiven gesprochen. Man kann das machen, man kann das machen. Man muss aber in gewisser Weise auch einen Kompass haben dafür, wo es hinlaufen soll. Darf ich Sie noch mal was anderes fragen? Jura gilt ja bei Nichtjuristen als schwieriges Fach. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Ist das wirklich schwierig oder kann man das gut lernen? Es gilt als schwierig und als trocken. Und bei trocken habe ich mich immer gefragt, was ist damit gemeint? Denn ich finde, es gibt kaum ein lebensnäheres Fach oder zumindest ist es ein sehr, sehr lebensnahes Fach. Schwierig ist es insofern, durch das Staatsexamen wird Wissen sehr geballt abgeprüft, sodass man anders als in anderen Studiengängen nicht kontinuierlich schon mal Leistungen erbringt. Jura ist erlernbar. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich auch immer wieder in meinen Vorlesungen vermittle und den Studierenden mitgebe, dass das durchaus herausfordernd ist.
dass man etwas dafür tun muss, dass man auch vor allem ein Verständnis entwickeln muss für Rechtsnormen, aber auch für das, was hinter den Rechtsnormen steht. Das ist auch ganz zentral, die Wertungen, die Geschichte und die Entstehungsprozesse. Und wenn man das aber verinnerlicht, dann ist das was, was durchaus möglich ist, zu erlernen und auch gut am Ende auszuüben, die Juristerei. Man braucht also wohl auch so eine Art rechtsphilosophischen und vielleicht auch rechtshistorischen Hintergrund, um vielleicht auch in den Kontext unserer eigenen Rechtsnormen dann auch auf einer anderen Ebene zu verstehen. Also ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das jetzt verstanden, dass es nicht nur darum geht, man lernt jetzt was auswendig in einem bestimmten Rechtsgebiet, im Patentrecht oder wo auch immer, und lernt sämtliche Rechtsvorschriften da auswendig und dann hat sich das mit dem Studium, sondern es ist schon eine Vertiefung, glaube ich, ne? Dass man eben auch insgesamt für unsere Gesellschaft, aber sie gehen ja weit darüber hinaus, auch im internationalen Recht, vergleichend auch sich da kundig machen muss, wie denken die Leute eigentlich in den Rechtsgeschäften, ne? Ja, das ist ganz zentral. Und auch die Frage, warum ist das Recht so, wie es heute ist, wenn ich das Beispiel die Verfassungsrecht nehme, was ich ja auch unterrichte. Das Grundgesetz beinhaltet viele Vorschriften und auch Vorschriften zum Schutz der Verfassung. Die sind da reingekommen aus Erfahrungen in der Weimarer Reichsverfassung, der man unter anderem mit dem Erkenntnis rausgegangen ist, wir müssen mehr Möglichkeiten schaffen, damit das nicht nochmal passieren kann. Und in diesem Lichte schaut man sich auch die Normen an und in dem Lichte unterrichte ich es auch, wenn ich die Normen darstelle. Und zu fragen, wo kommt es her, wo soll es hin, auch ist es dazu geeignet, diesen Zweck zu erfüllen. Das sind durchaus auch Fragen, die wir diskutieren und es geht nicht nur darum, das Recht schlicht anzuwenden, sondern man soll es auch verstanden haben und auch kritisch reflektieren durchaus. Sind Sie, kann man das sagen, eine Staatsrechtslehrerin? Das kann man so sagen, ist ja. Ist das der richtige Ausdruck, oder? Staatsrechtslehrerin, ja. Es hat ja doch eine sehr lange Tradition und ist auch ein Fach, was sehr hochgehalten wird innerhalb der Jurafakultäten. Insofern, wie ist das denn? Haben Sie großen Zulauf? Oder ist das ein Fach, wo alle durch müssen? Das ist durchaus unterschiedlich, wie groß das Interesse an genau meinem Fach ist. Also erstmal ein bisschen durch diese Grundlagenveranstaltung im Staatsrecht müssen alle durch. Ich habe selber ein sehr, sehr, sehr großes Interesse an meinem Fach. Mir macht es sehr viel Spaß. Und ich glaube, und das bekomme ich auch immer gespiegelt, man merkt mir das an. Und das hilft mir dabei, erstmal die Studierenden für das Fach zu begeistern. Und selbst wenn es vielleicht ein Fach ist, durch das sie eher durch müssen, dass sie merken, das ist was, was auch durchaus Spaß machen kann. Und was interessant ist von dem, worum es hier eigentlich geht. Und auch so grundlegend für das ganze Rechtssystem. Und die Vertiefungen dann, also in Richtung Klimarecht, Menschenrecht, Frauenrecht, das kommt dann in einem späteren Studienabschnitt? Das sind meistens Schwerpunktveranstaltungen, bei denen sich die Studierenden eben einen gezielten Schwerpunkt ausgesucht haben, Beispiel Umweltrecht, und da dann eine Veranstaltung zum Klimarecht, zum Klimaschutz hören. Und dann stößt man natürlich von Grund auf erstmal das Interesse, was dann da ist, was eben in den Grundlagenfächern nicht immer der Fall. Hat das Zulauf? Also mich interessiert das deswegen, weil wir haben ja erst 2020 das Zentrum für Klimaresilienz gegründet in dieser interdisziplinären Zusammensetzung. Und ich kann mir vorstellen, dass auch unter den Augsburger Studierenden diese Thematik noch nicht so tief verankert ist. Aber deswegen wollte ich Sie einfach fragen, hat das Zulauf, diese Umweltrecht, Klimarecht? Wir haben ja schon einige Kolleginnen und Kollegen, die das in Ansätzen auch machen. Aber Sie sind, glaube ich, so der Hauptanlaufpunkt dafür. Das hat durchaus Zulauf und auch über das Fach hinaus. Ich habe bei der Public Climate School mitgewirkt und habe da eine Veranstaltung gemacht zum Thema Klima und Menschenrechte. Und die war sehr, sehr gut besucht, die Veranstaltung. Und das Interesse war groß, es wurde viel diskutiert. Und da habe ich nochmal was mitgenommen. Ja, auch gerade diese rechtlichen Fragen, das interessiert die Juristinnen und Juristen, aber auch über das Fach hinaus. Und das ist, glaube ich, für uns auch ganz besonders wichtig. Diese Public Climate School haben wir ja im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, damit unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich eben auch an die größere Öffentlichkeit wenden. Und wir haben insgesamt ein sehr
großes Interesse in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Es waren alle möglichen Gruppen und auch Leute da, die sich da mal ein bisschen näher kundig machen wollten. Und das freut mich jetzt auch zu hören, dass auch in Ihrem Fachgebiet, denn es ist ja ein bisschen ungewöhnlich, ist das ja schon. Wobei Menschenrechte natürlich, das ist klar. Aber Klimarecht ist schon etwas Neues und das freut mich zu hören, dass da eben auch ein großes Interesse vorhanden war. Ja, Verwaltungsrecht, vielleicht da noch mal drauf zu sprechen zu kommen, das ist ja auch ein Teil des öffentlichen Rechts. Das gilt ja tatsächlich als so ein bisschen trocken. Muss es das sein? Auch das muss nicht trocken sein. Und wir unterscheiden immer zwischen allgemeinem Verwaltungsrecht und besonderem Verwaltungsrecht. Und gerade im besonderen Verwaltungsrecht gibt es viele Referenzgebiete, die das sehr spannend anschaulich machen können. Dazu gehört Polizei- und Sicherheitsrecht, was in jedem Fall interessant ist, sage ich zumindest, mit was auch die Studierenden oft interessant finden, Versammlungsrecht, also unter welchen Voraussetzungen können Versammlungen untersagt oder beschränkt werden. Auch das Migrationsrecht ist in vielen Teilen Verwaltungsrecht. Also da kann man durchaus Themen finden, die auch die etwas allgemeineren Vorschriften anschaulich machen und das in interessante Gebiete einflechten. Und selbst Bereiche, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so spannend klingen, auch die kann man durchaus interessant machen. Also ich gehe meistens meine Veranstaltungen, selbst wenn ich vorher weiß, das ist was, was die Studierenden eher mal dröge finden oder gerade wenn ich das weiß, dann gebe ich mir umso mehr Mühe zu vermitteln, das, was wir hier machen, ist spannend und suche gezielt nach Bezugspunkten, wie ich es möglichst gut veranschaulichen, aber auch interessant darstellen kann, denn das ist es. Können Sie mal so ein Beispiel nennen für ein dröges Thema? Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, wenn ich hier dröge Themen nenne. Also was oft schwerer fällt, ist das Baurecht etwa. Baurecht, was aus meiner Sicht mehrere Vorzüge hat. Erstmal ist es relativ gut strukturiert und das macht es oft einfacher, damit umzugehen. Also auch für die Studierenden, diese Fallgestaltung, die sie bekommen, zu lösen. Und außerdem sind im Baurecht ganz viele verschiedene Interessen miteinander in Ausgleich zu bringen. Jemand möchte es bauen. Also Beispiel einen Windpark und dann schließen sich dann Fragen an, ja unter welchen Voraussetzungen geht das und vor allem welche Interessen sind da eigentlich noch betroffen? Oder ist man auch schnell wieder in Themen wie Klimaschutz, Energiewende und damit kann man zeigen, worum geht es? Ja, man kann Lebenswirklichkeit da hineinbringen. Ich glaube, das ist etwas, was Sie auch wirklich auszeichnet und in diesem Gespräch auch herauskommt. Sie versuchen immer, Ihre Rechtsgebiete, die ja von sich aus manchmal als Rechtsnorm vielleicht auch ein bisschen trocken daherkommen, aber Sie versuchen das Ganze ja wirklich mit Leben zu füllen und auch mit sehr zeitgenössischen, gegenwartsbezogenen Themen. Und wenn man Ihnen so zuhört, dann hat man den Eindruck, alles hängt mit allem zusammen. Das ist schön auf den Punkt gebracht. Ja, das kann man durchaus sagen. Also wie man dem vor allen Dingen als Juristin begegnet, das finde ich ausgesprochen spannend, wie Sie das schildern. Denn man denkt sich ja so von außen, naja, also wie soll man das denn alles gleichzeitig verstehen? Menschenrechte, Verwaltungsrecht und. Braucht man da ein gutes Gedächtnis dafür? Man braucht auf jeden Fall einen guten Überblick, also zu wissen, was gehört wohin und das entsprechend einzuordnen, abzubilden und wiederum zusammenzubringen. Gedächtnis, das geht für mich erstmal in die Richtung, man muss Gesetze auswendig lernen, was immer so ein Vorurteil im Jurastudium ist, das ist es nicht. Man muss vor allem wissen, wo kann ich es finden? Und wie muss ich es verstehen? Eben, also das war auch der Grund, warum ich Sie gefragt habe, weil man immer so das Bild hat, jetzt sitzen die da in diesen Staatsexamensfächern. Das ist ja nicht nur bei den Juristen so, das ist ja bei den Medizinern, das ist im Lehranzug. Das sind auch Lernfächer, man muss da sich wirklich hinsetzen. Und hinterher haben die das alles im Kopf. Und wenn dann irgendwas passiert, dann wissen die genau, aha, das ist das und das ist das. Aber Sie schildern es ein bisschen anders, sodass man jetzt zumindest mal genau weiß, in welche Kiste gehört das und wo schaue ich nach und wie verknüpfe ich die Dinge auch richtig. Also auch hat auch gewisserweise was mit Logik zu tun. Definitiv. Es ist auf jeden Fall ein logisches Fach. Ja, man sagt immer, man muss gut in Mathematik sein, um Jura zu können, weil es etwas auch teilweise wie Formeln funktioniert. Waren Sie das? Ich hatte keine allzu guten Noten in Mathematik vergleichsweise und es war auch nicht das Fach, was mich immer am meisten interessiert hat. Ein Verständnis hatte ich aber, glaube ich, schon. Ja, das hört sich so an, nicht? Als ob man Dinge zusammenfügen muss, die am Endeffekt auch
ein Gesamtsystem geben, was in sich stimmig ist. Sagen wir es mal vielleicht so, ob das unbedingt Mathematik ist oder irgendeine andere Logik, vielleicht tatsächlich eine eigene Rechtslogik dahinter steckt. Denn es sind ja gesetzte Normen in dem Fall, ne, die auch sprachlich im Übrigen eingekleidet sind. Das sind ja keine Formeln. Und zwischen Rechtspraxis und Rechtsnorm, kann ich mir vorstellen, gibt es im Übrigen auch noch mal einen kleinen Unterschied. Die gibt es definitiv, ja. Das gehört schon aber auch zu den Aufgaben, die wir mit haben, eben auch aufzudecken oder aufzuzeigen, wo Rechtspraxis und Rechtsnorm auseinanderfallen. Das zeigt sich ja beispielsweise Klimaschutz an dem, das ist weit nicht wir, aber das Bundesverfassungsgericht hat ja auch gesagt, wir haben eine Klimaschutzverantwortung in der Verfassung und die ist noch nicht verwirklicht, also muss mehr getan werden. Da fallen letztendlich Rechtsnormen und die Praxis, die Politik, weit auseinander. Ja, sicher. Die funktionieren ja auch jeweils nach ein bisschen anderen Logiken, wenn man das mal so will. Und das ist vielleicht tatsächlich nicht unbedingt im mathematischen Sinne eine Logik, sondern diese Logik ergibt sich wahrscheinlich aus den Normen, die im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte entstanden sind. Deswegen hat das ja auch so eine historische Tiefe. Sie haben es ja vorhin auch schon geschildert, sowohl rechtsphilosophisch das Menschenbild, was dahinter steckt, der Humanismus oder was auch immer man da als Grundlage für auch eine Rechtsethik betrachtet. Und ich denke, Sie sind, was diese Fragen angeht, natürlich besonders aufmerksam, weil auch diese ethische Dimension bei Ihnen ja mit drinnen ist. Ihr Feld betrifft ja sehr viele Fragen, die eben auch sehr viele Leute auf einmal betreffen. Ne? Haben Sie denn den Eindruck, dass in Zukunft diese vielen Fächer, die Sie hier vertreten, dass die bei den Studierenden zu einer größeren Nachfrage führen werden, weil die Welt sich eben auch in diese Richtung ändert? Das denke ich schon. Das ist auch das, was ich beobachte, dass die Fächer immer mehr auf Interesse stoßen, je mehr diese Themen tatsächlich auch in der Realität relevant sind, je mehr die politische Prozesse auch mit prägen, dass die Studierenden auch gerne da informiert reingehen wollen oder mehr dazu wissen oder auch selbst in dem Bereich arbeiten wollen, ja. Also Sie haben jetzt von ganz vielen Arbeitsfeldern gesprochen. Zusätzlich sind Sie auch noch in der Sachverständigenberatung tätig. Schafft man das alles? Man schafft das alles. Es sind aber tatsächlich viele Bereiche, in denen man tätig sein kann, tätig sein möchte. Und das ist eine der Herausforderungen, gerade jetzt am Anfang, wenn man die Professur übernimmt, das zu sortieren und zu schauen, was will man, was kann man, was muss man möglicherweise, weil man gar nicht so viel wirklich muss. Es ist ja nicht so, dass morgens was auf meinem Schreibtisch liegt und ich muss das bearbeiten, sondern man hat einfach auch sehr, sehr viele Freiheiten. Aber diese Balance zu finden, das gehört schon auch zu den Aufgaben, die man als Professorin hat, ja. Ja, ich glaube, das geht allen so, die in diesen Beruf einsteigen. Aber ich bin mir ganz sicher, auch davor werden Sie nicht kapitulieren, sondern Sie werden relativ schnell sich in dieser Welt zurechtfinden. Wenn ich Sie noch mal abschließend fragen darf, ein Blick in die Zukunft. Welche fachliche Frage möchten Sie in 5 Jahren juristisch geregelt wissen? Das ist eine spannende Frage. Das wohl tatsächlich die Klimamigration, Klimaflucht. Da erhoffe ich mir, dass da eine Regelung getroffen wird, die dieses Phänomen stärker berücksichtigt. Ein unglaublich wichtiges Thema, denn ich glaube, so recht weiß noch niemand, in was für einer Größenordnung, in welcher Dimension und wie viele Menschen das in Zukunft betreffen wird und wie wir eben nicht nur juristisch, sondern auch soziologisch, politologisch, auch in vielen anderen Fächern, natürlich auch in den Naturwissenschaften, auf diese Phänomene reagieren werden. Ja, das waren wirklich vielseitige Einblicke, Frau Fontana. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und bin mir ganz sicher, dass viele zuhören werden und vielleicht haben Sie jetzt auch noch ein paar Studierende mehr. In einem Monat erscheint die nächste Folge von UniA Research to Go. Dann lernen Sie wieder eine interessante Persönlichkeit aus der Wissenschaft kennen. In der Zwischenzeit empfehlen Sie uns gerne weiter, zum Beispiel durch eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.